Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video wieder Hide and Seek mit dem Ghost Founder. Hallo. Hallöchen. Er ist der Verstecker, ich bin der Sucher. Wir machen das, denke ich mal, viermal, also je zweimal Sucher, zweimal Verstecker. Und wir haben hier einen Feldweg im Osten. Dann hier der Mount Chiliad, keinen Meter hoch. Da ist dieser Weg mit dem Waffenladen auf der anderen Seite. Hier ist das Ende, das ist noch ein Elektrizitätswerk. Und im Norden die Straße. Also die gesamte Fleischerei. Und wir machen mit Tipps, aber nicht so schwere, leichte Tipps wie letztes Mal oder schwere Tipps. Einfach, dass wir so ungefähr 10 Minuten schaffen. Je ja, suchen, oder? Also der 8, Feldweg 7 ist auch Ende, ne? Meter. Was? Ist der Feldweg auch Ende? Dieser Feldweg? Anfang der Felder? Ja, ich denke, der Feldweg geht noch, da ist nämlich gar nichts zum Verstecken. Also bis zur Scheune, also bis zum Bauernhof. Einfach nach dieser, ja, wo die Felder anfangen vom Bauernhof, also dieser Feldweg, wo die 4 ist mit den 3 Männchen. Das ist ein Feldweg, der von Nord nach Süden geht und dann eine Schlaufe nach Osten macht. Und dann wieder hoch. Aber einfach dieser Feldweg ist der Schluss. Ja, dann mach ich einfach bis zur Scheune, okay? Mach ich ja, den Punkt. So diese letzten Viereck. Sieht das hier. Ja, okay. Diese große, der letzte große, das letzte große Haus dort, bevor die Felder anfangen. Gut, dann gehe ich mal ins Motel oder so. Irgendwo hin. Und wünsche dir viel Erfolg beim Suchen von einem Versteck. So. Das letzte Mal hatten wir ja hier versteckt und ja, es gab sehr gute Verstecke. Wir sind langsam ein bisschen talentiert beim Verstecken suchen. Wenn ihr natürlich Tipps habt zum Verstecken suchen, dann dürft ihr die gerne posten. Das ist für die Allgemeinheit. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann dürft ihr natürlich auch mitmachen. Ja, wir suchen Spieler momentan für bessere Videos. Es ist momentan wirklich nicht so viel los. Viele Spieler haben auch wieder aufgehört zu spielen. Das ist einfach ein bisschen schade. Wenn einfach so Projekte dann wieder weggehen. Weil ich habe gesehen, ja, viele ganz große YouTuber haben auch aufgehört mit Hide and Seek oder einfach auch GTA Online. Ja, zum Beispiel ja, dieses Warzone, Call of Duty Warzone oder ja, andere große da bei Age of Legends erscheint ja auch mal noch ein Ego-Shooter, so ein Arena-Shooter oder so. Und allgemein, dass die Leute einfach immer dem Aktuellsten nachgehen. Und wir bleiben einfach, ja, bei GTA. Beim Alten. Ja. Ja. Weil es einfach auch uns am besten geht. Wir müssen nichts das Nächste haben. Wir haben sowieso nicht so viel Geld und so Lust, Hardware zu kaufen. Jetzt momentan. Also Geld aber schon viel, aber muss halt nicht einfach gekauft. Ja, ich hätte auch viel Geld, aber ich möchte das gerne ein bisschen ja, intensiver. Also wir nehmen auch bald ein Projekt auf, was ja soll ich schon sagen? Das ja. Park. Also wir nehmen Rollercoaster. Tycoon Deluxe. Tycoon auf, ja. Deluxe auf, ja. Das ist wirklich die alte, neue Version vom ältesten Spiel von Rollercoaster. Und ich denke, ja, weil es auch so schlicht ist und eigentlich denke ich mal auch, ja, nicht so viel Let's Played wird oder ein Projekt gemacht. Zusammen mit einem Mod, wenn es geht, noch. Genau. Jetzt bin ich ja noch reingefallen, oder was hat er? Und das ist eigentlich ein Langzeitprojekt. Also, ich finde, es macht sicher lange Spaß. Es sind zwar nicht so viele Gegenstände und so, aber wir können da schön bauen und so weiter. Und ja, falls es weitergehen kann, kann es auch dann zu neueren Parkspielen gehen oder auch zum Beispiel, ja, was halt im Multiplayer geht. Also es gibt sicher neue Spiele, zum Beispiel Age of Empires 4 ist es, glaube ich. Könnten wir dann mal zocken, wenn es rauskommt. Ja, das ist also Zukunft. Aber ich denke, ja, wir lassen uns überraschen, was passiert. Jetzt momentan geht halt nicht so viel bei uns zwei. Außer viele Videos. Aber der Erfolg kommt mit euch und deshalb schauen wir, dass wir
danach ein bisschen mithalten können. Und das euch Spaß macht. Ja, Ghost ist am Ausdenken. Ein gutes Versteck. Immer überrascht. Das ist immer das Schöne am Verstecken. Du weißt nie, wo die anderen sind und dann bist du immer so richtig froh, dass du ihn gefunden hast oder die anderen. Zum Beispiel die NPCs. Nein. Ich muss ja nur einen suchen, das ist der Ghostfinder und ich hoffe, ich finde ihn. Sonst bin ich ein bisschen, ja, frech dann bei dir. Fertig. Fertig? Okay. Wirklich, ich weiß nicht, es ist eigentlich voll schlecht, aber eigentlich auch gut. Ich werde es sicher nicht so früh finden. Also nicht so früh wie da einmal am See. Das war im Livestream und da habe ich ein Highlight gemacht, könnt ihr auf meinem Kanal sehen. So, oh, da gibt es schon viel zu suchen. Also wir suchen eine Person mit weißen Haaren und weißen Augen. Vielleicht habe ich mich auch umgezogen. Oh ja, stimmt. Das könnte ja auch sein. Aber du bist hier in der Müllkippe. Okay, nein. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt irgendwo auf einem Haus sein. Aber das bist du nicht, weil ich schlau bin. Immer die Autos durchsuchen. So Garagen kann man nicht öffnen, oder? Also die nicht. Vielleicht bist du in deiner Palette. Alles kaputt. Im Klohäuschen bist du. Ja, sehr spannend, eine Person zu finden, weil die Personen eigentlich immer wieder irgendwo hochklettern können. Oder auch irgendwo reinkriechen oder sonst irgendwas. Ich habe längere Zeit immer mit Genex, einem ja, relativ guten YouTuber, immer mit dem RC Bandito aufgenommen und der RC Bandito kann meistens nicht irgendwo hoch, weil er auch wackelt und so weiter. Und jetzt mit Ghost nehmen wir eher mit Personen auf. Irgendwo so in einem Graben hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist hier, aber ich weiß es nicht. Also. Ich kann es ja nicht bestätigen. Du kannst einfach irgendwo Schlimmes einfach so hocken, ohne dass es Sinn macht. Na. Oh, ich hab. Sorry. Hast du auf der Karte geguckt, du Dödel? Nein, ich hab nichts gesehen. Gar nichts. Okay. Also, ich hab's kurz, Ding. Ich wollte eigentlich auf Ding schauen, ob ich im Gebiet noch bin. Aber kannst du kurz zeigen, ob es noch im Gebiet ist? Ja, das ist noch bei mir. Ja, bis zum Waffladen ist ja im Gebiet, ne? Und bis, ja, aber bis, ich bin jetzt bei der Farm. Ja. Ich bin so ein Schussel und habe gedacht, ich würde dich nicht sehen, weil wir haben ja gestern, ohne dass wir dich sehen, aufgenommen. Also, oh! Ja, egal, selbst wenn du mich gesehen hast, ja, es. Also, ich würde jetzt mal sagen, du bist hier, weil du jetzt nicht gesagt hast, oh, du Betrüger oder sonst irgendwas. Da kommt man nicht mal. Egal, geh dahin, wo du mich gesehen hast. Oh, ich hab nichts gesehen. Also ich hab gar nicht geschaut. Ich hab gesehen. Oh, ich hab die Map geöffnet und hab sofort weggeschaut. Ich hab die Map gar nicht gesehen. Das war schon früher weg. Ich hab dich wirklich nicht gesehen, also. Ja, müsste sie mir schon irgendwann bald mal einen Tipp geben. Aber ich muss mich echt besser konzentrieren und nicht einfach drücken. Oh. Ich habe mich so, so also genervt du, gefühlt. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Du läufst jetzt gerade in die richtige Richtung. Was denn?
Na, da könntest du überall sein auf der ganzen Map. Ja, aber es ist immer, aber es ist nicht hinter dir. Ja, okay, dann kann ich wenigstens etwas ausdenken. Aber das könnte eigentlich sein, dass du genau hier bist. Ich gehe. Es könnte sein. Oh Gott. Aber hinter dir, also auf dem Bauernhof bin ich auf jeden Fall nicht. Das, ja, aber der Bauernhof wäre einfach etwas für dich gewesen, so richtig. Wahrscheinlich. Ah, ich würde niemals denken, dass ich. Ich hab ein sehr sneaky Versteck, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Was? Aber bin ich, Schlechtes? Bin ich noch. Oh, ich bin ganz genau. Oh, das war. Ja. Was, du siehst mich? Nein, ich sehe. Nee, ich sehe auf der Karte so. Aber ich, also bin. Ich hab nicht mal in meinem Leben Gefühl, dass es ein sehr krasses Versteck ist. Ich fange richtig krass an. Also ich habe mich auch richtig reingesneakt, also ich weiß nicht, ob er überhaupt. Aber ich möchte jetzt nicht so viele Tipps. Ja, okay. Ich weiß aber nicht, ob du mich überhaupt findest. Also so wie ich dich kenne, bist du irgendwo oben. Ich geh mal hier irgendwo hoch, wo man kann, aber ich weiß gar nicht wo. Ah, hier kann. Wahrscheinlich sage ich jetzt, ist ein krasses Versteck. Nächsten 3 Minuten, oh, hab ich gewonnen. Also sage jetzt einfach nichts momentan. Ne? Ja, okay. Weil hier hat's auch irgendwo da drin. Ich kenne das Gebiet gar nicht mal mehr so sehr, aber ich kann gar nur reinschauen, wenn du hier hinter der Stange bist. Ne, da bist du nicht. Okay, hier bist du schon mal nicht. Weil wir eben mit den Etze Banditos hier gar nicht hochkamen, kann ich jetzt auch nicht sagen, ob du jetzt hier oben bist. Es ein gutes Versteck gibt oder nicht. Aber ich denke, ja, du könntest wirklich überall sein. Also ich brauche einfach noch einige Zeit, gell? Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich so gut schauen soll. Also du hast gesagt, du hast ein gutes Versteck, also soll ich schon gut schauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob da ein gutes Versteck ist, ne? Kann auch sein, dass ich einfach irgendwo hinterstehe. Also. Du kannst es hier auch irgendwo stehen. Einfach so. Ja. Lol. Die haben den ganzen Raum einfach so gemacht. Kisten. Alles Mögliche. Ich weiß. Also, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich war. Schon. Ah, da unten kann man auch noch rein? Lol. Also man kann mich... Soll ich einen Tipp geben? Ja, gib nochmal einen Tipp, sonst finde ich dich niemals. Okay, jetzt aber eigentlich kein Tipp. Also man kann dich richtig, richtig... einfach finden, quasi. Einfach? Aber doch wirklich schon schwer. Also ich gehe jetzt nicht mehr hoch. Wenn es einfach ist, dann ist es im Boden. Ja, also es ist... Ja, weiß ich. Nee, du bist einfach einer, der sich gerne oben versteckt. Wer weiß. Ah, du bist im Tag in der Taco-Bude drin. Wahrscheinlich, ja. Du isst jetzt gerade ein bisschen Abend. Genau. Kann das sein, dass das Video schon lange geht? Ich finde dich wahrscheinlich gar nie. Das ist wirklich gewaltig. Oh, auf dem Wasserturm oder so. Da ist wieder eine Kabine falsch herumplatziert, ey. Das ist schon die vierte, die... Okay. Sehr merkwürdig. Was? Ja, da kann man rein, aber es ist einfach mal gar nichts da drin. Bist du jetzt oben oder unten? Unten, vorne an der Straße. Also. Ja, genauso dahinter, hinter den Kisten, würde niemand suchen. Wir sind so einsam, die Kisten. Wir sind schon zweisam. Da kann man auch rein. Ja, der General, der hat Schwierigkeiten, seine Truppen zu finden. Ich weiß es nicht. Könnte ja überall sein. What? Was ist denn das? Förderband, ja.
So lernt man Maps kennen. Einfach suchen. Finden wir ein Easter Egg. Wahrscheinlich findest du Easter Egg. Also hier war ich schon. Ah, das ist mein Kumpel. Boah, sieht er aus mit Mega-Schutzanzug. Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist bei mir in der Nähe jetzt gerade. Hat das eine Rolle? Vielleicht für die Plastikverpackung. Wie komme ich jetzt hinten? Ich muss mal kurz eine Waffe benutzen. Atomisierer. Soll ich noch mal einen Tipp geben? Einen guten Tipp? Ja. Du willst wirklich einen Tipp haben? Ja. Ich bin nicht am Boden. Okay. Immerhin. Ich bin wo drauf. Du bist wo drauf? Darf ich fragen, wie hoch du drauf bist? Wie hoch? Also ich soll jetzt genau die Meter. Also, nein, also, ja, auf, nicht ungenau. Auf jeden Fall nicht irgendwie auch auf einer Palettengabel. Also schon irgendwie auf dem Gebäude oder so. Also so viel kann ich sagen. Also auf dem ersten Stockwerk, darf ich das? Ja. Bisschen höher vielleicht. Zweites, drittes, okay. Ja, jetzt weiß ich nur nicht wo. Ich habe das Gefühl, ich bin an dir vorbeigelaufen. Du hättest mich sehen können, ja. Ich hab da wirklich gedacht, dass du mich gesehen, aber. Ja, aber wann? Also ich kann jetzt wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob du mich gesehen hättest, ich weiß nicht. Das ist so detailliert hier. Das war schon zu schwer für zwei Personen. Ich weiß nicht, wie ich hier hochkomme. Also wenn, dann bist du hier auf diesem großen Gebäude irgendwo dazwischen. Wer weiß. Das ist eben die gute Sache. Die Sucher erfahren sehr wenig. Die Sucher suchen halt gerne. Ich weiß nicht, wie man hier hochkommt auf dieses kleine Gebäude, wo ich jetzt bin. Jetzt bin ich hier auf dem Tank und rutsche runter. Vielleicht hier. Also an manche Orte kommt man echt nicht gut hin. Kann ich eigentlich sagen. Ja. Oh Gott, du bist so ein Schlingel. Weißt du, genau an dem Ort, wo man nicht gut hinkommt. Nur über dieses scheiß Kabel. Ja, wie mir gegeben, oder? Also unglaublich, ey. Oh. Das habe ich schon gedacht, ich wäre schlecht im Suchen wegen dir. Aber du hast einfach mal so ein mega gutes Versteck. Aber guck mal, du warst hier unten. Ich habe nicht hoch gesehen, also. Du warst hier irgendwie so und dann hättest du meinen Namen sehen können, hättest du dann oben gesehen. Namenpflicht, vielleicht. Aber schau, hier ist dieser Trichter hier. Zum Körner runter. Also es ist extrem schwer. So, jetzt schauen wir kurz. 18 Minuten, also wenn du mich in 12 Minuten findest, bist du gut. Sonst machen wir ein längeres Video. Ah, hier ist auch noch eine falsch. Nochmals eine falsche Seite. Die Wartezone für den Bus. Ja, wieso? Weil die eigentlich Richtung Bus schauen müssen und nicht falsch herum. Also wenn der Bus hier parkiert, können die Leute eigentlich gar nicht direkt zum Bus gehen. Ja, so nicht immer. Kann auch sein, dass die extra so gebaut ist, oder nicht? Gibt ja auch mal Rockstar. Da, guck mal, hier ist ja eine Tür. Also hier ist so eine Dingens. Aber scheinbar ist es auch bei den Amerikanern und so. Ich habe ein Video gesehen. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich gewollt ist. Ah, egal. Es ist sehr falsch. Also. So, dann gehe ich mich verstecken und du gehst mal bitte weg. Stern oder was? Ja, das sieht man leider nicht. Also ich werde mich jetzt nicht so schwer verstecken, halt mit 10 Minuten. Was ist das hier? Alles klar.
hier? Kann man das umfahren? Was ist denn das? Man kann es nicht umfahren. Das war sehr, sehr schlecht. Das ist schlecht. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich bin gleich versteckt, gell? Aber ich komme hier nicht durch. Das ist so schwer, ey. Ich will es nicht schaffen. Fahr ein bisschen rum hier, ne? Spektakulärer Fall. Okay, ich gehe nicht hoch. Ich bin runtergefallen, oder? Ich bin ungefähr so 4 oder 5 Mal runtergefahren, ja, ich gehe nicht hoch. Also 4 mal 5 mal auf einen Gegenstand draufgefahren. Aucheinander. So, ich bin versteckt. Kannst mich suchen. Okay. Und jetzt extra für die 8 Minuten 5, 25 nicht so schwer. Du wirst mich, denke ich mal, finden. Ich weiß nicht, ich bin da immer sehr schlecht im Suchen, ne? Ja, mit also Suchen lernst du auch suchen. Also ich würde einfach dich gut umschauen. Also da du runtergefallen bist, musst du ja irgendwo sein, musst du irgendwo am Boden sein, ne? Ja, ich bin genau direkt eigentlich so ziemlich ganz nah, wo ich runtergefallen bin. Und ich bin 4 Mal runtergefallen, ich bin so weit runtergefallen. Oh. Ich hätte mich am Bauernhof verstecken sollen. Gut. Oder im Hotdog-Stand. Immer noch der Puma. Du bist immer noch der Puma. Ja, sobald ich mal aktiviere, bin ich immer noch der Puma. Mhm. Wenn ich sie aktiviert habe, bin ich Dingens. Ich kann meinen Namen aber auch in jede Belegung. Ich kann mich quasi auch Dragobasler nennen, ne? Du, wir könnten eigentlich noch ein Spiel machen. Du verwandelst dich in ein kleines Tier, was einfach angreifen kann oder muss nicht angreifen. Und ich muss dich fernhalten. Du musst versuchen, mich anzugreifen, also bei mir zu sein. Okay, zum Beispiel eine Maus. Die kann ja zwar nicht angreifen, glaube ich, aber dass du einfach versuchst, dann zu mir zu gelangen. Und wenn du eigentlich mich, ja, so 1 Meter in der Nähe bist, hast du gewonnen. Und ich kann auf dich schießen, aber wenn ich auf dich so ziemlich gezielt habe und geschossen habe, ist es für dich das Ende. Also, dass ich einfach von dir angeschlichen werden muss. Das können wir vielleicht auch in diesem Gebiet machen. Kannst ja auch ohne Map machen, dass du mich auch suchen musst oder so. Das wäre noch interessant. Aber das geht halt nur eine Seite. Ich kann ja nicht modden. Oder will nicht modden. Ah, interessant, dass du drauf bist. Ich hasse Suchen. Es ist ein bisschen zu schwer für 2 Personen. Ich kann jetzt mal das angrenzen. Das Stecken und Suchen, so hasse ich mega, Alter. Wieso hassen? Ja, ich hasse, ich kann suchen. Warte, ah, mir auf den Sack. Du musst einfach Geduld haben. Ich habe auch gelernt, Geduld zu haben. Ich habe auch Verstecken immer wieder gehasst.
Ach, weil ich immer wieder, ja, der Einzige war, der nicht gefunden wurde. Genau, wahrscheinlich. Ja, ich war immer zuerst, ich wurde immer zuerst gefunden. Nein. Wahrscheinlich hat er mich umgefahren, wahrscheinlich. Aha. alles klar, ja. Ich hab halt immer das beste Versteck gehabt. Weiß ich nicht. Also damals, habe ich, denke ich, mir auch mehr Mühe gemacht beim Verstecken. Weil, ja, du wirst ja nicht gefunden werden als Versteck. Aber jetzt ist es mir eigentlich nicht so schlimm, deshalb bin ich so schlecht versteckt, dass man mich von jeder Seite sieht. Aber ich weiß nicht, ob du das Zeugs kennst. Ich werde jetzt mal das Gebiet eingrenzen, okay? Mhm. Nur das Fleischereigebäude. Das ganz große Gebäude. Nur dieses Gebäude. Ja, aber ich weiß nicht mal, was das Fleischereigebäude ist. Einfach das, was so einen Turm hat und wo der Gockel vorne dran ist. Und das, das Gebäude ist noch länglich, also es ist, hat einen Zwischenteil. Ach, der Rotz da. Wo, wo niedriger ist und schmaler ist. Und das ganze Gebäude, also alles, was dran haftet, das ist ein relativ kleines Gebiet. Es ist ungefähr nur ein Viertel so groß. Nein, nicht das, wo du jetzt hier bist. Das andere noch weiter in die Richtung. Also da, wo ich mich auch da, wo du auch versteckt warst. Aber nicht so in der Nähe. Also ich bin schon ein bisschen weiter weg. Nicht auf der anderen Seite des Gebäudes. Und ja, könnte sein. Könnte echt noch sein, aber nicht so. Ich denke, du wirst mich finden. Ich denke nicht. Ich bin richtig scheiße mit Nee, du musst einfach alles abschauen. Mich sieht man aus. Genau, das kann ich nicht. Ich kann nicht gucken, ich kann nicht schauen, ich kann nichts. Konzentrier dich, wo du schon warst, dann hast du es leichter, weil du nicht wieder doppelt absuchst. Du wirst mich schon in den nächsten 5 Minuten finden. Was für dich? Du wirst mich in den 5 Minuten finden. Es ist nicht so schwer wie dein Versteck. Nee, ich werde dich nicht finden. Ich kann in Nähe. Ich gebe dir wieder Tipps, wenn du immer noch mehr suchst, aber. Gib dir noch ein bisschen Mühe. Wir machen wirklich kleine Gebiete nächstes Mal. Ich mach auch keine Halbzeit mehr. Geh auf dieses Gebäude jetzt rauf. Und jetzt schaust du auch auf dem Dach ein bisschen dich um. Nicht überall ganz oben. Einfach auf das Dach gehen. Auch mit einer Leiter, die dort ist, wo du jetzt bist ungefähr. Oh, ich tippe mich jetzt mal drauf, hätte ich. Ja. Und dann schaust du dich einfach oben ein bisschen um. Es ist sehr leicht, wenn du mich erstmal. Also wenn du erstmal dieses Gebiet, genau dieses Gebiet findest, dann hast du mich sofort, weil ich nicht versteckt bin in einer Kiste, sondern nur irgendwo, wo es wirklich leer ist. Zum Beispiel auf einem Dach. Ganz frei. Und schau dich mehr um. Nicht nur dieses hohe Gebäude. Aber einfach dieses Komplex. Ich hasse es, mit Controller zu spielen, ne? Genau, ist ja noch ein paar Kackpalsen oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja, fürs so bewegen, ohne Auto und so ist Tastatur. Bin ich da schon in der Nähe oder so? Du bist ungefähr 30 Meter weit weg. Genau. Ja, fall runter! Genau, Alter. Ich kann direkt schauen, wie weit du weg bist. Meine Du bist 110 Meter weit weg. Genau, geh in die Richtung. Genau in die, ja. Wow. Die Richtung. Sehr gut. Bist du da in diesem Kackgebäude oder was? Ich werd nie wieder in meinem Leben, Alter, Hide-and-Seek spielen. Ja, sicher. Morgen machst du es wieder. Nee, morgen mach ich es auch nicht. Ich hasse es. Okay, dann machen wir aber diese Jagd. Mit der die Rattenjagd in der Kanalisation. Ach, da bist ja, also. Siehst du, wenn also ich dir gibt, so viele Tipps. Da bin ich auch durchgelaufen, Alter. Ja. Wo bist du runtergefallen denn? Hä? Ich bin dort drüben runtergefahren. Ich wurde in den anderen Raum, der da hinten ist.
Und dann bin ich von diesem Raum. Weißt du, das war so eine ganz. Das war diese Sache, die ich auch im Kopf hatte, als allererstes, wo ich da suchen sollte, aber ich denke mir so, ja, da versteht er sich bestimmt. Weißt du, dieser Raum ist so schwer zu finden, der obere Raum ist viel leichter zu finden, aber der untere, den übersiehst du immer sofort. Deshalb bin ich einfach dort reingegangen. Ja. Weißt du, ich hatte genau gewusst, okay, da suchst du zuerst, aber habe ich gesagt, nee, da suchst du nicht zuerst, weil da versteht er sich bestimmt. Ja. Weil es wäre viel zu leicht, das wird viel zu leicht. Machen wir im nächsten Video einfach ein ganz kleines Gebiet, wenn wir wieder Hide and Seek spielen. Aber wenn es dir nervt, wir machen das so einfach wie möglich und dann macht es dir auch Spaß und dann können wir irgendwie mehr machen, wenn wir mehr Mitspieler haben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, man kann sich nicht gut in der Fleischerei verstecken als Mensch, aber doch, es ist sogar leichter als... Ja, wir müssen mal gucken, ob es einen Glitch gibt, wie man sich in die richtige Fleischerei reinkommt, wo auch die Sachen hängen, weißt du? Genau. Könnte man da mal das Ziel spielen oder sowas? Wow. Weil ich kann mich ja rein teleportieren wahrscheinlich. Dann kannst du mich noch rein teleportieren. Ich weiß nicht, ob das geht, weil das wird nämlich dann nur für denjenigen geladen, der dann auch... Was eigentlich toll ist zum Verstecken, ist auch dieser Bauernhof oder dieses Campinglager dort vorne. Aber das werden wir dann in dem nächsten Video besprechen. Das ist oder? Einfach alles geradeaus auf dem Weg. Ende des... Bauernhofs, oder bist du? Ja, ich sehe es ja auch nicht, wo du bist, aber. Das war der scheiß Jeep hier, schnell ist das mein Auto. Was ist das? Sommer! Schau, hier könnten wir uns dann auch noch verstecken. Dahinter. Das ist klein genug, da wirst du mich finden. Auch wenn ich sehr gut versteckt bin. Bin mal gespannt, das sieht ja nicht zu lange jetzt und werden morgen, ja, so 32 Minuten ist es jetzt lang. Vielleicht, ja, das mit der Ratte spielen und wir können es hier spielen in einem der nächsten Videos. Du verwandelst dich in eine Ratte und versuchst mich jagen und ich werde dich mit dem Atomisierer wegschleudern, wenn ich dich sehe. Und du musst einfach schauen, dass du mich halt erwischst, ohne dass ich es merke oder so. Okay, sonst bist du am Fliegen. Aua! Oh, fast über die Brücke. Ich hab das gelernt. Hey, mach Goldmut aus! So, danke schön fürs Zusehen. Ich gehe jetzt aufs Klo. Fertig. Jetzt ist fertig. Jetzt gehe ich scheißen. Nein, nicht zu. Jetzt hast du zugemacht. Jetzt kann ich nicht scheißen. Okay, jetzt. Nein! Oh, jetzt hat er mich getötet. Oh, moin. Okay. Tschüss zusammen. Tschüss, wieder schauen, reingehauen, lasst ein Like, Abo da, tschüss. Bye. Tschüss.